Hallo meine werten Zuschauer, es ist wieder Zeit für ein Let's Play von World of Tanks und zwar mit dem Conqueror, beziehungsweise sogar im Prinzip kann man schon fast sagen zwei Conqueror, Conquerors, Conqueröhren, weil einmal von Raikon gespielt und einmal hier von Maki aus meinem Clan, Alcaramba, aber in dem Fall in der originalen Schreibweise, so wie sie es natürlich gehört für den Bart Simpsons Ausspruch. Und ja, schau mal, was er hier reißen wird. Oder die beiden zusammen. Raikon hat sich den entschieden, ihn ein bisschen hübscher zu machen mit Farbe und so. Maki ist hier der Geizkragen, der fährt ohne Tarnung. Dafür aber schon mit einem Ringelchen ums Rohr. Ja. Und dann gucken wir doch jetzt einfach mal, wie weit und wie er sich verhält. Gerade natürlich Minen, eine Karte, die für höhere Tiers ja schon spannend sein kann, weil sie ist einfach so klein. Also von dem her ist hier in der Regel immer viel Action geboten. Sie bleiben hier ähnlich zusammen, wobei Raikon eher da drüben die Seite abdeckt und Maki macht hier den Außenläufer. So, und da drüben ist schon der 110er und der IS-3. Oh, Snapshot aus der Fahrt, eingezoomt. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Der 110er zieht sich zurück. Ansonsten kommt er hier auf den, oh, auf den IS drauf. Und der DS-3 ist schon tot, zerstört und niedergestreckt. Er hat ohne Su. Da hat er den AMX leicht touchiert, aber das kann schon mal im Gewühl passieren. AMX 100 auch noch dahinter. So, die Su wird schnell rausgenommen. Jetzt muss er auf den AMX aufpassen. Aber hier pushen sie sehr gut, machen hier ordentlich Druck, wobei oben der Hügel gefallen ist. Und in der Regel ist der Hügel hier sehr, sehr wichtig für das Match. Deswegen fährt er jetzt zurück und kümmert sich da ein bisschen um den Hügel. Der Type fährt hier schon durch. Ah, da verschießt er. Schade, schade. Und jetzt ein T-34-3. Den trifft er aber ordentlich. Raikon kommt auch zurück. Hält auch auf den drauf. Der T-34-3 hat eine sehr lange Reload. Dementsprechend. Oh, jetzt kommt da auf einmal noch ein VK ums Eck gebogen. Das natürlich ein Monster ist. Also muss er erstmal entscheiden, auf wen geht er. Macht den VK weg, zündet ihn an, aber der automatische Feuerlöscher sei Dank, dass er hier nicht zerstört wird. So, jetzt guckt nach AMX 50, 120 da einfach mal raus. Ja, und dementsprechend gibt er dem natürlich einen. Den T-71 fährt er durch. Auf den kümmern sie sich gerade gar nicht. So, jetzt hat er da zwei Hits abbekommen vom VK und vom AMX. Der Type prallt allerdings ab. So, und jetzt wollen sie den AMX rushen, weil der ist hundertprozentig im Reload. Und nimmt ihn hier raus. Da hat er den Fitzelchen vom Turm noch gesehen. Ergänzen sich hier gerade sehr gut die beiden. Der T-71 nervt hier von der Seite, aber egal. Der wird jetzt nicht wirklich sich da lange damit beschäftigt. Ja, der T-71 bleibt da zurück, bleibt da sehr defensiv. Der weiß natürlich auch, wenn er da rausguckt, was passiert. Aber jetzt ist er ein Stück vorgefahren. Und jetzt sollte er, genau, Geschichte sein. Da bleibt er einfach nicht lange in der Form, dass er dann am Ende nicht doch genommen wird. So. Der Gegner ist jetzt der Jagdpanther hinten auf dem Berg gespottet. Jagdtiger auf der anderen Insel, 1er 2er Linie. Jagdpanther 3er 4er, also die TDs sind hier noch gut verteilt. Der Bulldog macht oben den Hügel soweit klar. Aber da fahrt er jetzt drauf. Jetzt muss er aufpassen, dass natürlich nicht der Jagdpanther 2 in dem Fall natürlich da ihn erwischt. Schön aus der Fahrt raus und jetzt
ist der T29 das Objekt der Begierde. Er fährt hier aber weiter, dass er nicht hitbar ist. Sehr gut. Ich sehe sie nicht mehr. Und jetzt könnte er eigentlich rumpushen. Müsste auch schon wieder zu sein und könnte auf den T29 in aller Manier gehen. Ja, da kommt er eh zurück. Aus der Fahrt ohne Auto-Aim. Einfach mal in die Kette gezogen. Sehr gut. 4 zu 3 Kills im Zug. 7 Kills bisher gemacht. Ganz üppig. So, der Jagdpanther hat hier den IS getroffen. Und da ist der Jagdtiger offen. Den macht der Raikon weg. So, und jetzt noch eine Arti und 2 TDs. Der Krieger wird langsam knapp für ihn, muss man sagen. Und da ist der Panther. Und der Arti haut hier rein. Aber den Jagdpanther macht er da weg. Übrigens nicht täuschen lassen, der Skype war bei mir, also braucht ihr jetzt nicht auf euren Desktop wie wild schauen. Sorry an dieser Stelle. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht noch ein paar Mal, weil ich kann es natürlich schwierigst unterbrechen. 5. Kill ist aber gegeben. Jetzt fehlt noch einer für den Krieger. Der Jagdpanther, naja, vielleicht lässt er den stehen und geht direkt für die Arti. So sieht es zumindest aus. Ja, so. Die Arti wiederum hat den ES6 weggemacht und müsste jetzt lange im Reload sein und dementsprechend ein leichtes Ziel sein für ihn. Komm, hol sie, der Tiger. Ah, Filmzitat wird eingebaut. Nicht schlecht, gell, Jungs und Mädels. So. Dürfte wahrscheinlich hinterm Stein stehen. Ja, da steht es ja auch schon. Jetzt muss er hier ein bisschen vorsichtig sein. Aber da macht er sie weg. Und dementsprechend hier mit diesem schönen, mit der schönen Szenerie vom Conqueror. In Summe 10 Kills die beiden gemacht. Sehr üppig. 5200 Schaden. Sehr nice. Und den Krieger war verdient. Von dem her, Marki, vielen Dank fürs Einschicken. Und ihr wisst ja, wenn ihr auch ein Replay einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht, wohin damit. Und bis zum nächsten Mal. Ein Daumen ist gerne gesehen. Also haut's rein, euer Alcaramba.